Von wegen nur Glamour, sexy Frauen und Partys. Trügt der Schein bei Hugh Hefner und seinen Playboy-Bunnies? Für die Öffentlichkeit führt der einstige Verleger des Männermagazins ein Leben in Saus und Braus. Umzingelt von einer Schar junger Frauen, genießt der ehemalige Chefredakteur seinen Alltag in der Playboy-Villa. So stellen es jedenfalls die Macher der Doku The Girls of the Playboy-Mansion dar. 2017 stirbt Hef dann im Alter von 91 Jahren. Für seine Häschen etwa der Zeitpunkt, um nicht länger zu schweigen? Könnte man fast meinen. Immerhin kommt Hefner in der neuen Dokumentation Secrets of Playboy alles andere als gut davon. In der 10-teiligen US-Serie kommen nämlich die Frauen selbst zu Wort, mit verstörenden Details. Eine der Ladies ist Hefners ehemalige Freundin Holly Madison. Die Blondine ist von 2001 bis 2008 treu an der Seite des früheren Werbetexters. Vor der Kamera gibt auch sie dem Senior regelmäßig Küsschen oder säuselt ihm Liebesbekundungen ins Ohr. Hinter verschlossener Tür sieht es dann allerdings alles andere als rosig aus. Eine Zeit, in der Holly sogar mit dem Gedanken spielt, sich umzubringen. Nachdem wir ausgegangen waren und alle im Schlafzimmer waren, alle gingen weg und ich lag in der Badewanne. Und ich wollte mich einfach nur ertränken. Ich habe mich so gefühlt, als wäre ich in einem Kreislauf des Elends. Sex steht für Hefner an oberster Stelle der Tagesordnung, mehrfach und gerne auch in der Gruppe. Damit die Frauen seinem Willen nachkommen, habe Hef sogar fleißig Drogen an sie verteilt, um sie damit gefügig zu machen. Seine Ex-Freundin Sondra Theodore soll der Kultverleger zu Lebzeiten mindestens 5-mal pro Woche zum Gruppensex zwingen. Man konnte ihn nicht befriedigen, er wollte mehr und mehr und mehr. Playboy-Model Linda Loveless prägt diese Zeit besonders. Sie fühlt sich von Hef geradezu wie ein Stück Fleisch behandelt. Kondome sind während dem Akt für den Playboy-Chef ein No-Go. Ebenso formt er sich auch optisch die Mädchen so, wie er sie am liebsten hat. Nämlich mit überwiegend blonder, langer Mähne. Holly erinnert sich noch ganz genau, wie Hefner sie anschreit, weil ihre Haare in kurzer Form alt und billig aussehen. Damit seine Häschen auch schön alle bei ihm bleiben, soll Hefner von den Frauen in seinem Umfeld jegliche Arten von Nacktbildern besitzen. Für Holly damals ebenfalls ein Grund, keinen Widerstand zu leisten. Als ich in der Villa lebte, hatte ich Angst, sie zu verlassen. Etwas, das ich immer im Hinterkopf hatte, ich glaube von Anfang an, war, dass wenn ich weggehen würde, dieser Berg von Rachepornos nur darauf wartete, herauszukommen. Hef zeigt aber offenbar nicht nur Interesse an Frauen. Er soll auch eine Affäre mit seinem Leibarzt Dr. Mark Sagener haben. Das behauptet nicht nur Ex-Sondra Theodore, sondern auch Jennifer Sagener, die Tochter des Mediziners. Sie waren einfach seelenverwandt. All die Mädchen kamen und gingen im Laufe der Jahre, aber sie blieben immer zusammen. Sie hatten auch eine körperliche Beziehung. Ich glaube, dass mein Vater die Liebe in Hefs Leben war. Von den Geschichten, die durch die Doku ans Licht kommen, hält Hefners Sohn Cooper hingegen gar nichts. Er lernt seinen Vater komplett anders kennen und lieben, wie er im Netz verteidigt. Er war von Natur aus großzügig und kümmerte sich von Herzen um seine Mitmenschen. Was die Playboy-Bunnies erzählen, sei in Coopers Augen lediglich eine Form von Rache gegenüber seinem Vater. Wer in diesem Fall tatsächlich die Wahrheit erzählt oder sie doch nur formt, wie es gerade passt, das weiß letztendlich aber nur Hefner ganz persönlich.